Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 142. Let's Play of Leeches. Wir spielen mit Mr. Undersun oder so ähnlich und er hat wieder ein 2-2er. Ja, okay. Gut, und wir spielen hier Spanisch und das ist die Hauptvariante. Beziehungsweise, nein, das ist nicht die. Doch, also das ist die Berliner Verteidigung, die er hier spielt. Und genau, und hier, soweit ich weiß, neuerdings spielt man hier eher Turm E1 statt D4. Aber beides ist natürlich gut. Und meistens kommt es dann doch auf dieselbe Stellung raus, wie wir hier sehen. Und dann D4, C3 und ja, mein Springer, den möchte ich noch überlegen, wo ich den genau hin platzieren möchte. Vielleicht Läufer E3 oder Läufer F4. Und dann mit dem Springer nach F3, in manchen Varianten auch nach F1, G3 oder E3 sogar. Es ist alles sehr offen. Da kann vieles noch passieren. Und okay, das sieht gefährlich aus, aber vielleicht geht's auch. Jetzt ist halt die Diagonale offen. Mit Schach. Ich habe eben nicht Springer F7, leider. Das habe ich leider nicht. Aber ist das ein. Ich bezweifle, dass es ein guter Zug von ihm ist. Das sollte eigentlich schlecht sein, aber. Ich sehe jetzt auch nicht, wie ich es ausnutzen kann. Von daher müssen wir wohl zurück. Aber auf der anderen Seite hat er dann auch dafür hier ein kleines Loch. Genau, okay. Okay, mein Läufer möchte sich entwickeln. Da möchte ich mit dem Springer rauskommen, mit dem anderen. Vielleicht hat drei Spiele nicht, dass er hier mit G4 oder G5 kommt und sowas Verrücktes. Ach so, okay, den, ja. Nehme ich denn jetzt? Könnte ich natürlich machen. Ja, komm. Okay. Nimmt er mit dem Bauern, dass er keinen Doppelbauer hat. Aber er steht trotzdem ein bisschen hinten drin. Gut, erstmal Springer entwickeln. Vielleicht müsste mein Springer hier hin oder so. Jetzt spielt er schon sehr zurückhaltend. Spielen wir Dame B3 und gucken, wohin es uns führt. Er möchte ins Endspiel. Aha. Das glaube ich noch nicht, dass es so eine gute Entscheidung ist, weil ich habe doch Turm E7 am Ende. Ja, dann gehen wir ins Endspiel, okay. Turm E7, A3 und Turm verdoppeln, irgend sowas. Ich spiele ungern gegen Läufer. Ich bin normalerweise eher die Partei, die lieber mit dem Läufer spielt, als mit den Springern. Aber hier muss es wohl so sein. Dafür habe ich aber auch eine bessere Bauernstruktur und ein bisschen aktiver. Ja, jetzt muss er schon so passiv spielen. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen, dass die Linie dicht ist. Und jetzt machen wir die Turmverdoppelung. Achso, aber er kann alles. Ne, er kann nicht alles abtauschen. Doch. Ja. Er kann alles abtauschen. Wie ist das dann zu. Aber er hat hier Schwächen. Oh, ich habe Springer C4 am Ende. Ich habe Springer C4 am Ende. Ah, ne, der ist gedeckt. Ja. Aber man kann trotzdem mal Springer C4 probieren. Dann Springer A4, dann hat er Läufer C8. Er hat jetzt einfach diesen Doppelbauer, das ist seine einzige Schwäche. Springer A4 sieht irgendwie auch unnatürlich aus. Sollte die Springer schon eher im Zentrum halten. Okay. Wieder spielen sie es so schnell. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was spielt er? Wo will er denn hin? Da will er hin, okay. Will jetzt mit dem König hier eine große Wanderung machen. Vielleicht sollte ich auch mit dem König erst laufen. Aber Figurenaktivität ist hier, denke ich, wichtiger. Ja, das hat er gesehen. Okay, jetzt laufen wir auch mit dem König. Jetzt ist dann schon vielleicht ein guter Zeitpunkt. Weil nicht, dass er mir da reinlaufen kann. Ja, da ist eigentlich nichts los. Wenn er da Schach gibt, den schlage ich wohl raus. Ja, jetzt will er da mit dem König. Aber da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Du kommst doch nicht rein. Kommst doch nicht rein. Ja, und dann kommst du dahin, kannst da einmal Schach geben. Ich mache König C8 und dann ist es gut. Eieiei. Ich hätte auch Springer D7 spielen können. Gibt es hier ein Mattnetz? Moment. Springer D7? Gibt es hier ein Mattnetz, wenn er hier schlägt?
Kann ich mit zwei Springern irgendwie matt setzen? Geht das hier vielleicht? Das geht vielleicht. Moment, das geht vielleicht. Moment. Er hat so wenig Felder da. Meine Intuition sagt mir, dass er da nicht schlagen darf. Aber vielleicht liegt meine Intuition auch falsch. Ich müsste mit dem Springer... Ah, es ist wieder kompliziert. Wieso muss das immer alles so kompliziert sein? Muss ich mit dem Springer dahin? Ach komm, wir spielen das gleich. Also das kann eigentlich... Achso, aber das... Nee, hat er nicht. Irgendwie, das kann nicht... Oder? Das kann auch nicht... Jetzt geht er dahin, ja? Jetzt, okay, okay. Ich sollte hier tatsächlich versuchen, irgendwie auf Matt zu spielen. Wenn es irgendwie geht. Ich habe keine Zeit mehr. Okay, ich muss hier zurück. Muss hier zurück. Ja, ich will da rein, aber es ist... Ich biete mal Remi. Er kommt ja nicht weiter mit dem König. Eigentlich kann ich den da stehen lassen, vielleicht woanders hingehen. Also es gibt hier einen Matten, wahrscheinlich gibt es irgendeins vielleicht, aber ich sehe es noch nicht ganz. Ich müsste den Springer da schauen. Das heißt, der Springer muss da hin. Und das kann er nur über... Oh je. Wie komme ich da hin? Da, da. Den! Ui. Auf der anderen Seite, vielleicht sollte ich ihn gar nicht schlagen, weil sonst kriegt er unnötig Aktivität. Schlägt, schlägt. Dann gehe ich dahin. Wo geht er dann hin? Dann geht er dahin. Aber mein Springer deckt doch alles, oder? Das müsste ich doch halten können. Er kommt doch an den nicht ran. Genau. Und jetzt mache ich den da. So. Hoffentlich überlebe ich das. Aber er muss auch, also so, mein Springer muss halt hier ein bisschen aufpassen wegen dem König. Aber, komm, jetzt müssen wir irgendwas hier nach vorne mal gehen. Ich habe keine Zeit mehr wieder. Schlagen möchte ich natürlich nicht. Da kommt er da rein. Ah. Ja. Schlage ich da mal raus. Aber ich habe einen Freibauern. Ich habe einen Freibauern. Nur meine Zeit rennt wieder wie verrückt. Und er muss jetzt echt aufpassen auf den Freibauern. Das ist gar nicht einfach. Ui. Jetzt kommt er aber weit vor. Muss er schon einen Springer geben. Ah, aber ich habe auch keine Zeit mehr. Ich muss meinen Springer wahrscheinlich auch geben. Ich muss auf ein Umwandlungsfeld kommen. Auf den Weg zum Umwandlungsfeld. Und dann habe ich das Remis sicher. Oder? Genau, und hier ist die Raute. Na, das ist auch ein Endspielkurs. Endspielthema, gewinne ich das dann? Vielleicht gewinne ich sogar. Nee, wenn ich komme da, aber doch, jetzt bin ich auf der Raute. Ich bin auf der Raute. Oder? Bin ich auf der... Ja, ich bin auf der Raute. Sollte ich mal das... Ach so, den... Mei, ist es wieder kompliziert. Mal den. Ich habe keine Zeit mehr. Meine Zeit rennt mir einfach davon. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen verliere ich es jetzt vielleicht sogar noch. Obwohl wahrscheinlich die Stellung gewonnen ist. 6 Sekunden. Jetzt habe ich so wenig Zeit. Ich will den einfach nur schlagen. Ja, und er spielt natürlich so tückisch wie möglich, das ist klar. Ja, und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Es ist doch echt wieder so typisch. Jetzt legt er mich wahrscheinlich irgendwo rein. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann habe ich keine Zeit mehr. Ärgerlich, richtig ärgerlich. Aber so läuft es eben manchmal. Die Stellung war sicher besser für mich hier. Ja. Ja, und ich habe, darf ich das bitte hier machen? Ich habe nur überlegt, den zu machen. Den und den. Und ich meine, das ist
sollte besser für mich sein, ja klar. Ich habe einfach bessere Bauern. Und ja, ich habe den Bauern hier aufgehalten, aber mit 6 Sekunden auf der Uhr. Das hat er natürlich ausgenutzt. Naja, gut, so läuft es eben manchmal. Also, das war das 142. Let's Play. Wenn ihr besser im Endspiel werden wollt, denn hier habe ich auch ein wichtiges Endspielkonzept angewendet, die sogenannte Raute, die besprechen wir auch im Endspielkurs. Ich kann es hier mal zeigen. Das ist hier gewesen, wo ich mit dem Springer hier hingezogen bin. Und jetzt kann er mich nicht mehr vertreiben. Sobald er dahin zieht, dann gehe ich dahin. Und genau, sobald er dahin zieht, dann gehe ich dahin. Wo habe ich meine Raute? Die habe ich vorher so schön eingezeichnet gehabt. Das ist die Raute, ne? Das ist die Raute und so habe ich dann immer, kann ich da immer den aufhalten. Beziehungsweise, also hier muss ich den, Moment. Und wenn er dann den macht, dann gehe ich wahrscheinlich hier auf den Bauern los und opfer eben den Springer. Also ich lasse den, hier kann ich den Springer einfach so stehen lassen. Ich muss ja gar nichts machen. Ich sage ja nur, der Springer hält den Bauern auf und dann kommt König nach F5 irgendwann und ich gehe davon aus, dass er hier verliert, weil am Ende spielt er gegen diese beiden Bauern mit dem Springer und da muss er dann einen aufgeben. Also muss er den Springer für einen Bauern aufgeben und mit dem restlichen Bauern sollte ich gewinnen, weil mein König sehr aktiv ist. Ja, soviel für das heutige Let's Play. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn ihr den Endspielkurs von mir euch holen wollt, Link dazu ist in der Videobeschreibung, kann man sich holen. Und ich hoffe, dass es euch jetzt hier Spaß gemacht hat. Und mit dem Endspielkurs könnt ihr eure Endspielfähigkeiten deutlich verbessern. Deswegen schaut gerne rein und überlegt euch, ob ihr ihn euch holen wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Mach's gut. Ciao.